Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Intro bzw. Infovideo. So rum. Und zwar, ich möchte euch nur kurz mal erklären, wie jetzt der Let's Play Plan aussieht, den wir ab morgen, den 20.07.2015, also der Montag, wie wir den dann führen werden. Und zwar, das Programm sieht folgendermaßen aus: Montag Euro Truck Simulator 2, Dienstag Heroes and Generals, Mittwoch irgendein Nebenprojekt, das uns gerade einfällt, Donnerstag Euro Truck Simulator 2, Freitag Heroes and Generals, Samstag Landwirtschaftssimulator 2015 und Sonntag Formel 1. Ich darf gleich dazu sagen, es kann sich noch einiges ändern, also es ist noch nichts wirklich fest, aber so wird es jetzt erstmal laufen, um zu schauen, wie es bei euch so ankommt. Es wird dann auch eventuell mehr oder weniger, je nachdem. Also es ist noch alles variabel jetzt erstmal von Anfang, um zu schauen, wie es so läuft. Also Mittwoch eben mit dem Nebenprojekt ist gemeint, wir zocken einfach gerade mal das, worauf wir Lust haben. Sei es jetzt auch Project Cars zum Beispiel oder Minecraft, also irgendwas, was jetzt zum Beispiel noch nicht ist oder was selber mal gespielt oder ich persönlich spiele auch gerne mal Singleplayer, kann man ja nur im Moment Sims 4, dass zum Beispiel auch mal eine Folge Sims 4 dann von mir kommt, einfach mal so mitten aus meinem Spiel oder von einem neuen dann. Mal gucken. Auf jeden Fall ist das soweit der Plan. Euro Truck Simulator findet auf jeden Fall immer mit dem Pinky statt, dem Thomas. Da sind dann meist noch dabei der Dominik oder so, oder auch mal der Marc oder der Dominik oder ich vielleicht sogar. Dann Dienstag eben Heroes and Generals, das wird auf jeden Fall mit mir stattfinden, das ist so mein Projekt. Das wird mit Johannes, Marc und Nepa aufgenommen, auch variabel mit den Leuten, die mitspielen. Ja, Nebenprojekte ist eben sowieso variabel in allen Richtungen mit Leuten. Landwirtschaftssimulator wird Singleplayer gespielt vom Chris und Formel 1 wird auch ebenfalls vom Chris gespielt. Da können auch noch Leute dabei sein bei Landwirtschaftssimulator. Wie zum Beispiel, ja, auch fast alle, die hier Let's Play dann mitmachen aus den Projekten. Und Formel 1 wird er, glaube ich, alleine spielen. Bei Landwirtschaftssimulator müssen wir nochmal schauen, ob er Singleplayer macht oder ob es möglich dann mal Multiplayer bei ihm dann hosten. Mal schauen. Aber ich glaube eher, er macht Singleplayer auf einer Map dann. Ja, das war's im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal genug Infos für jetzt. Und wenn es Änderungen gibt, lasse ich es euch wissen. Ja, bis dann und einen schönen Sonntag noch. Macht's gut. Tschüss.